Desperate Studios. Wer bist du denn? Wo bist du denn her? Oh, voll Retro oder was? Ich kenne dich noch damals aus den 1980er Jahren. Also, die sind nur 1981 oder 82. Was willst du von mir? Wie bitte? Ihr macht dich weg, du. Ich geh zu kurz auf die Fresse, ey. Alter. Komm jetzt, ey. So, und weiter geht es mit einem tollen, super genialen, abgrundtief scheußlichen Kack-Adventure, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Wie man gerade sehen konnte, es handelt sich um das Spiel Police Department 1. Ja, ich lese mal vor, das kann man wahrscheinlich schlecht erkennen. Sie sind im Police-Erdgeschoss. Plötzlich ruft ein Policeman: Die Bank am Markt wird ausgeraubt. Und direkt müssen alle Police-Wachtmeister zur Bank, natürlich auch Sie, Mr. Jonsen. Ja, wir sind Mr. Jonsen und müssen jetzt schnell zur Bank. Ich habe hier keine Einleitung gesehen, also weiß ich nicht, welche Kommandos man bei diesem grandiosen Text-Adventure-Rotz-Kotz-Wirk-Game benutzen kann. Ich tippe jetzt einfach mal das nächstliegende ein und das wäre vielleicht, keine Ahnung, gehe zur Bank. Machen wir mal so, wie uns gerade der Mund gewachsen ist. Gehe zur Bank. Und, jawohl, hat geklappt. Okay, an der Bank angekommen, stehlen sich alle Polizisten hinter die Autos. Polizisten stehlen sich also alle hinter die Autos. Okay, und der Wachtmeister ruft: Alle aufstellen und zum Schießen bereit machen. Das gilt auch für Sie, Mr. Jonsen. Und 1, 2, 3, schießen! Ja, und jetzt? Was will das Spiel jetzt von mir? Ich drück mal einfach Return. Oh, File Not Found Error in 45. Okay, versuchen wir nochmal. Police Department 1, bla bla bla, gehe zur Bank. Hallo, muss doch hier weitergehen. Ja, wir stehen jetzt also da. Was sollen wir machen, wenn er sagt schießen? Machen wir das Gleiche. Wir sagen einfach schieße Gebäude. Gebäude. Moment, das Spiel hat ein Analphabet geschrieben. Gebäude schreiben wir einfach mal so. Gebäude mit EU, weil es ja so dämlich klingt. Und wir schreiben nicht nur schieße Gebäude, sondern schieße Gebäude an. So, okay. Oh, auch File Not Found. Schade. Es muss doch hier irgendwie weitergehen. Verdammt nochmal, ich lasse mich doch nicht so leicht unterkriegen. Ihr kennt das ja. Ich hab was mit diesen Text-Adventures. Ich liebe Text-Adventures. Schieße wie Scheiße. Schieße Tür an. Wir schießen einfach auf die Tür. Obwohl hier steht im Text gar nichts von der Tür oder irgendwas. Naja, egal. Oh, es geht weiter. Okay, wir haben die Tür angeschossen. Doch plötzlich ruft einer der zwei Bankräuber oder Rauber, ne? Noch einmal. Einmal wie das Mal, was man isst. Schießen. Und die netten Leute und Kinder werden sterben. Boah, ist das ein Sadist, der das Spiel gemacht hat. Schicken Sie einen Bullen hier rein oder diese Lady stirbt. Wenn wir wie Viren, also wie Pferde, wenn wir den Bullen haben, werden die Geiseln freigelassen. Na los, und keine Faxen. Und direkt werden Sie aufgefordert, hineinzugehen. Das ist ja wohl ein Scherz, oder? War der arme Mr. Jonsen. Das ist echt ein armer Polizeiwachtmeister. Dieses Spiel Police Department übrigens könnt ihr bei mir kaufen, wenn ihr möchtet. Für nur 1,50 Mark, wenn ihr noch 1,50 Mark habt irgendwo. Wir gehen einfach mal hinein. Gehe hinein und guck mal, was dann passiert. Oh, das Spiel ist zu Ende. Als sie reingehen, werden sie plötzlich angeschossen und in die Bank hereingeschleppt. Doch die Geiseln werden freigelassen. Einer der Bankrauber sagt: Hi Hugo, ich hab den Bullen angeschossen. Ich entwaffne den mal. Und direkt werden sie geknebelt und sie werden gefeselt. Ich werde gefeselt. Sie werden in einen anderen Raum gebracht. Dort ist's muffig und es gibt dort nur einen Schrank, der leer ist. Leer wie die Lehre. Also die Lehre, wenn man was lernt. Ready. Das war Police Department 1 für den Commodore C64. Garantiert ein Spiel, das ihr noch nie vorher gesehen habt, auf irgendeinem Kanal oder im ganzen Internet. Und ich weiß nie, wie dieses Spiel weitergeht, weil ich habe keinen Bock mehr, es weiter zu spielen. Naja, machen wir mal Schluss damit.